Hallo, liebe Freunde der gewürzten Unterhaltung. Es ist wieder soweit. Ich bin wieder dabei und heute wird gekocht. Neue Hot Sauce. Und ich habe jetzt gerade eben schon mal online auf Facebook, habe ich schon mal gefragt, wie ich das Ding dann nennen soll, weil es wird heute nämlich eine zweite Version von meiner Apfel-Kiwi-Kreation, die ich hier vorhabe. Und beim letzten Mal hatte ich Jona Goldäpfel mit am Start, um das Ganze zu realisieren, und diesmal Golden Delicious. Und da meinte vorhin der René, warum nennst du es dann nicht Goldener Ritti? Ne? Oder ich erst anfing so mit Goldener Ritter oder so, Goldener Reiter. Goldener Ritti gefällt mir schon ganz gut. Gucken wir mal, was draus wird. Ich will euch auf jeden Fall mal ganz kurz zeigen, was ich hier vorhabe. So, ich schwenke mal rum. Achtung, so, hier haben wir schon mal wunderschöne Habaneros. Hat mir jetzt die Pepper World geschickt. Guckt euch dieses Juwel an, ja. Jede Menge Zeug, ganz toll. Könnte auch eine kleine Paprika sein, ist es aber nicht. Ne? Kannst du quasi, wenn du so Leute hast, die sich damit nicht auskennen, kannst du vielleicht auch Leute mit verarschen. Ja, wie gesagt, schöne gelbe Habaneros, die kommen da gleich rein. Und dann gucken wir mal, was haben wir hier noch? Wir haben Kiwis. Jede Menge Meter. So, dann haben wir ein bisschen Paprika hier. Da wird wahrscheinlich die gelbe von zu tragen kommen. Und hier haben wir einen weiteren Hauptbestandteil der ganzen Nummer, nämlich wunderschöne Golden Delicious Äpfel. Lecker, lecker, lecker. So, die sind auf jeden Fall schön frisch und hoffentlich auch schön süß. So, dann habe ich hier noch den Knoblauch. Ne? Da kommen dann nachher ein paar Zehen von rein. Und auch immer gern genommen Ingwer. Hier die Knolle. Mag ich sehr, sehr gerne. Was man jetzt da drüben noch sieht, da haben wir noch ein bisschen Essig und Gewürze und einen Limettensaft. Das kommt auch noch alles dazu. Und hier ist der besondere Trick, das ist nämlich die Verbesserung, die ich jetzt noch durchführen will. Also mal abgesehen davon, dass ich jetzt einen anderen Apfel habe, aber ich will noch so ein bisschen von dem Apfelsaft hier, so trüber, hier guck, Natur trüber, steht auch drauf, Apfel, der soll auch noch mit rein. Einfach aus dem Grunde, um dann noch mal ein bisschen Punch auf den Apfel Taste so rauf zu kriegen, damit es dann am Ende nicht zu wirr und irgendwie durch den Pudding schmeckt, sondern der Apfel ist dann schon so das, wo, ja, der soll dann schon ein bisschen dominanter werden. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. Gleich geht's los hier mit, ne, hier mit Messer und Co. Hier schön mal kurz die Habanero zerteilt. Hier wird gerade schon fleißig, werden schon fleißig die Flaschen abgekocht. Müssen wir dann die Deckel hier nochmal umdrehen, dass das alles passt. So, hier haben wir noch den Mixer. Da kommt das nachher alles rein. Den müssen wir aber einfach nochmal schön durchduschen. Ne? Nicht, dass da noch irgendwie der Pfannkuchenteig von vorgestern drin ist. Das muss ja auch nicht sein. So, hier haben wir noch, wie gesagt, hier der gute Hitchcock. Limette pur. Ne? Nicht Gänse pur, ist Limette pur. Unverzichtbar sozusagen, der Apfelessig. Ist ein guter Essig. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt der hier, aber so Apfelessig für Hot Sauce ist schon eine gute Geschichte. Ja, guckt euch die Dinger an. Super geil. Ne? Also, das kann doch nur was werden. Ja, gucken wir mal. Und jetzt geht's auf. Hier schön mit der Plazenta auch, ne, ein großer Schwamm mit den Kernen dran. Wer es noch nicht weiß von euch, die Schärfe sitzt hier und nicht im Fruchtfleisch. Ein wunderschönes Schälchen voller
gelber Habaneros, die auch wunderschön schon die Kiwis geschält sind. So, inzwischen haben wir es geschafft. Ein Großteil der Sachen ist geschnitten. So, da haben wir die Äpfel, nochmal die Kiwis, dann die Habaneros, Paprika, ein bisschen Zwiebel und Ingwer haben wir da. Getränke stehen auch bereit. Und der nächste Schritt, den ich jetzt vorhabe, ist, die Gewürzmischung vorzubereiten für die Soße. Da habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen Zucker stehen und ein bisschen Salz und Pfeffer und haben wir noch Kreuzkümmel, Kurkuma, Basilikum haben wir hier noch, dann haben wir Thymian und das hauen wir jetzt da gleich alles in dieses kleine Schälchen, um eben noch ein bisschen extra Flavor an die Soße zu kriegen, wenn die nicht an sich schon genug Flavor hat. Zum Beispiel habe ich nämlich jetzt gerade hier eben, da war noch ein halber Apfel über, den habe ich mir spaßeshalber mal reingezogen, ohne daran zu denken, dass ich ja vorher dieses Messer hier noch für die Habaneros benutzt habe. Es war schon eine leichte Überraschung. Und vielleicht auch ein kleiner Vorgeschmack auf das, was nachher noch kommt. Ist ja eigentlich kein Gewürz, aber trotzdem irgendwie gehört es dazu. Nehme ich jetzt hier mal den Esslöffel und hole mir mal ein bisschen Zucker. Nehmen wir das da mal so, das kippen wir da rein. Dann nehmen wir nochmal da, das, so, nehmen wir nochmal ein Häufchen. Das sieht auch noch ganz gut aus. Hm. So. Und Meersalz 2 Teelöffel. Hm. Ich würde es aber trotzdem auch erstmal bei einem und ein bisschen würde ich das belassen. So. Das reicht, glaube ich, auch aus. Und jetzt kümmere ich mich gleich nochmal um den Pfeffer. Da muss ich leider die Kamera für weglegen, weil das ist ein bisschen Kleinarbeit. Am letzten Arbeitsschritt vor dem großen Kochen angekommen, nämlich dem großen Zusammenmixen und Punchen der ganzen Inhalte. Jetzt muss ich allerdings noch mal eben ein bisschen die Flüssigkeiten hier abmessen und dann kann es auch schon losgehen, wobei wir heute mal wegen der Menge zwei Durchläufe machen müssen. Der Essig muss fließen, das Spice muss fließen. Ja. So. Dauert ja ewig. Wie das riecht schon. 300, haben wir 300, genau, 300. Und dann machen wir nämlich hinterher, machen wir nochmal 150 on top. Aber das machen wir nach dem Kochen. Das ist ganz wichtig. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen noch mehr nehmen, weil ich diesmal mehr Masse habe. 300 Milliliter, so. 325 oder so. Das passt. Der gute Limettensaft von Hitchcock. Auf geht's. Na, 105. Das kann man schon mal nehmen. Und jetzt kommt das, was wir beim letzten Mal, oder was ich beim letzten Mal, glaube ich, so ein bisschen verdaddelt habe, nämlich der Apfelsaft. Soll ich den vielleicht nochmal schütteln? Ja. Auf geht's. Wie viel wollte ich nehmen? Was nehme ich denn da? 100, 150? Ich fange mal mit 100 an. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, 160, 160. Naja, wird schon schief gehen. Weiche Teile und auch harte stehen auf der Speisekarte. Eng unter der Mütze, aber das macht nichts. Es ändert sich gleich, wenn ich hier richtig loslege. Achtung, Action.
So, da macht's blub in den Blubberer. Der blubbig, oh blubbiger Blubberer. Das ist wie bei dem Rahmspinat, immer schön mit dem Blub. Ich glaube, das reicht erstmal für den Moment. So, der Klügere kippt nach. Plodder, plodder, plodder. Sieht aus wie bei Familie Flodder. So. Der Geruch schon alleine ist ganz exquisit. Ring frei für Runde 2. Es geht hier zu wie ein Boxring. Zwock, zwock. Der Apfel geht am Stock. So, jetzt nehmen wir nämlich auch die anderen Zwiebeln noch mit rein. Und den restlichen Knoblauch und Ingwer. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die Mühe gemacht habe, den Ingwer so zu schälen. Keine Ahnung. Hier noch ein bisschen was von den Stars in der Manege. Ist ja alles ein Zirkus hier, ne? So, zack, zack, zack. Haben wir auch noch ein paar Krümel. Wer weiß, vielleicht wird da noch mal eine Pflanze draus. Sowieso nebenan sind ganz merkwürdige Dinge am Laufen. Mit einem, mit Jalapeno und Habanero-Samen im selben Topf. Da kommt bestimmt voll die Monster-Jalapeno raus. Mit ein bisschen Glück. Schauen wir mal. So, es wird auf jeden Fall langsam. Das Bäumchen ist mittlerweile schon so. Na? So, das ist alles gut hier. Weiter geht's. Hier ist schon ein bisschen mehr Flüssigkeit drin. Das könnte sich gleich bemerkbar machen. Im Gesamtbild. Oh. Zack. Dann schütte ich das mal ab. Und während ich das abschütte, fällt mir noch eine Zutat ein, die ich auf jeden Fall jetzt gleich beim Nachmixen noch einbinden werde. Boah. Wahnsinn. Es wäre nichts Neues ohne einen Spritzer Zeus. Olivenöl habe ich noch vergessen. Das muss natürlich ganz unbedingt hier rein, damit sich die Konsistenz so ein bisschen verkrämisch. Na? Na, 1, 2, 3, 4. So, bei den momentanen Spritpreisen ist das natürlich ein halbes Vermögen. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Und dann haue ich jetzt noch die Gewürze rein. Das machen wir ganz, ganz, ganz nonchalant und ganz unromantisch. Einfach klatsch, so. Dann nehmen wir mal hier diesen wunderschön rühre mich und dann rühren wir das gleich mal um, bevor es wieder in den Mixer kommt. Wie das riecht. Das riecht schon so riechig. Ein rührendes Rührmärchen aus Rührtausend in einer Nacht. Also aussehen tut das schon gut. Das kann ich schon versprechen. Den zweiten Mix-Durchlauf, den erspare ich euch. Wir gehen dann jetzt gleich mal zum Topf. Das Höschen hier wird jetzt die nächsten, sagen wir mal, 20-30 Minuten ein bisschen köcheln und simmern. Und dann, ja, dann sind wir fast fertig. Ist doch super. Ja, dann stelle ich meinen Herd an, kann ein bisschen dauern. Wir sehen uns später nochmal wieder.
Werte Damen und Herren, es ist vollbracht. Die Soße ist fertig gekocht. Die blubbert nur noch ein kleines bisschen. So. Und wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt muss ich nämlich nur noch einmal zum Schluss hier ein bisschen Essig nachkippen. Das hat folgende Bewandtnis. Während des Kochvorgangs ist eine ganze Menge von dem Essig natürlich auch mit verkocht. Und um das jetzt im Nachhinein noch ein bisschen, ne, so ein bisschen kleinen Haltbarkeitskick zu geben, kippen wir jetzt noch mal ein Viertel Liter Essig nach. Dann rühren wir noch ein bisschen um. Und dann ist es auch schon Zeit, die wundervolle Soße, so wundervoll sie dann hoffentlich auch ist, abzufüllen. Denn wenn ich mir die Konsistenz so angucke, das tropft schon ganz gut. Ich glaube, da müssen wir nicht groß sieben. Das füllen wir heute mal so ab. Das sieht ganz gut aus. Die Konsistenz ist auch schön hier. Wunderbar. Ich überlege, ob ich vielleicht noch ein minimales bisschen Xanthan noch reintue. Aber das sehen wir gleich. Ich werde jetzt das erstmal noch ein bisschen umrühren. Und dann geht's auf den Tisch, an den Tisch. Dann füllen wir das Ganze ab und sind hoffentlich bei einem wunderschönen Ergebnis. Aber mir fällt gerade noch ein, vielleicht sollte man es auch noch ein klein bisschen abkühlen lassen. So, wir sehen uns am Tisch. Wieder. Eine Woche ist jetzt rum. Jetzt geht's richtig los. Denn hier, so, haben wir hier nämlich einen ganzen Topf voll. Es hat sich richtig gelohnt, liebe Freunde. Und da bin ich ja mal gespannt jetzt, was dabei rausgekommen ist. Ich fange mal an mit Auspacken. So. Übrigens nicht wundern, die Flasche ist nicht, für die hat es nicht mehr ganz gereicht, aber die werde ich mir jetzt gleich mal hernehmen. Wenn es soweit ist, Achtung. Ist das nicht mal eine stolze Armee? Ich meine, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, es wäre ein schöner Raketensmoothie, nicht? Aber eigentlich so Angry Army oder Angry Apple finde ich eigentlich auch als Name für die Soße vielleicht gar nicht schlecht. Je nachdem, wie sie dann jetzt am Ende schmeckt. Ich tue mal eben das, tue ich mal eben an die Seite. So, wenn das was geworden ist, dann könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Dann werde ich auch welche von den Flaschen wieder verschicken. Machen wir uns mal ein bisschen Platz hier. So. Zip. 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 Steht mal schön Spalier hier, Jungs und Mädels. Und diverse. Weiß ich, gibt es sowas bei Holzhaus eigentlich auch? Hätte mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber muss man heutzutage, oder? Ja, so, also, der Kollege hier, der schreitet jetzt zum Kaualtar. Und ich habe mir mal folgende Flasche daneben gestellt. Die ist jetzt schon so ein bisschen, nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so schick, aber die stammt aus der ersten Generation dieser Soße. Die alte Soße, die habe ich noch so ungefähr im Kopf. Ich fange aber trotzdem mal an. Gebt mir mal so ein bisschen... einfach nur mal des Vergleiches wegen. Denn hier ist ja noch der Jona Gold drin und in dem neuen ist der Golden Delicious drin, ne, wie ich ja schon sagte. Testen wir mal. Also die alte konnte auf jeden Fall Kick. Die, das konnte sie. Und im Grunde genommen ist sie auch lecker. Aber der Apfel kam halt noch nicht so mega raus. Dafür ist der Habanero und Jalapeno, hier waren noch Jalapenos wohlgemerkt mit drin. Ist der Kick ordentlich. Und jetzt schrauben wir das mal auf. Nehmen wir mal ein Näschen. Als allererstes. Das macht schon mal, oh, weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Das riecht auf jeden Fall schon mal ganz anders.
irgendwie saftiger. Warte mal, schüttel noch mal. Damit man auch weiß, dass ich es ernst meine. So. Schüttel. Bisschen aufstoßen, so. Kleinen Moment noch. Hier sind auf jeden Fall, wie ich beim Fertigen euch ja schon gezeigt habe, so knapp 500 Gramm Habanero drin, in dem ganzen Arsenal. Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt und es ist ein Abenteuer immer wieder. So. Boah, schon ganz schön viel, oder? Guck mal hier, ist reichlich. Also es riecht echt gut, muss man sagen. Nicht zu intensiv, aber doch da, wenn der Geschmack jetzt was kann, wäre ich begeistert. Also Apfel und Kiwi und Habanero und ja, Zwiebeln, Paprika, alles mögliche Gedöns. Jetzt alles auf einmal hier live auf dem Löffel. Ich traue mich mal. 3, 2, 1, hoffentlich hebe ich das gleich nicht ab. Also ob das jetzt unbedingt so viel mehr nach Apfel schmeckt, weiß ich nicht. Wundert mich ein bisschen. Aber es hat auf jeden Fall ballert ordentlich. Es feuert aus allen Rohren. Das ist gut. Das ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist fruchtig. Ist fruchtiger als vorher. Doch. Oh, und es hat auch echt Kick. Oh. Doch. Ist gelungen. Kann man weggeben. Ist super. Bisschen mehr Apfel wäre schön gewesen. Obwohl da schon Apfelsaft und alles mit drin ist. Wundert mich echt. Bin mal gespannt, was das hier so platt drückt. Würde mich mal interessieren. Vielleicht findet ihr es ja raus. Oh. Wer sich traut, kann sich melden. Ich verschicke euch eine Flasche und dann probiert selber. Ist auf jeden Fall, kann man empfehlen. Und es macht den Job. Es ist scheiße rattenscharf. So, auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß auch beim Zugucken. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss und... Oh.